Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video zu Webvideo Stargame. Und zwar gibt es einige neue Features, einige coole neue Features, die ich jetzt ganz kurz mit euch durchgehen will. Anpassungen, Optimierungen und Fehlerbehebungen und so, das gehe ich jetzt nicht komplett durch, weil das sind keine komplett neuen Sachen, nur teilweise halt, wie gesagt, angepasst, optimiert, halt ein bisschen verändert, damit es halt passt im Endeffekt, ja. Genau, neues Feature, das erste, was mich persönlich jetzt gar nicht interessiert, Passive Card ist neue Zahlungsmethode, aber für Leute, die eben gerne mit Passive Card im Internet bezahlen, gibt es ja doch sehr, sehr viele, ja, die halt PayPal und sowas nicht so gern mögen, ja, für die ist halt Passive Card immer das Beste eigentlich und ja, gibt es jetzt auch. Geplante Trendveröffentlichung ist genauso wie das auf dem richtigen YouTube, dass man es einfach zu dem Trend, zum Videotrend, da kriegt man ja ein bisschen mehr Aufrufe, wenn man es richtig im Trend veröffentlicht, sein Video. Und da ist es halt einfach so, dass man das für 3 Energy Drinks kostet, glaube ich, ja, ich glaube 3, veröffentlicht. Und dann halt, wie gesagt, wenn der Trend halt ist, Review zum Beispiel, dann veröffentlicht es halt da, perfekt, und dann kriegst du halt mehr Aufrufe dadurch. Ist ganz nett, aber ja, kostet halt auf Dauer sehr, sehr viele Energy Drinks, ja, muss man bedenken. Jo, dann Booster. Wie in vielen Spielen, Hero Zero, bestes Beispiel, gibt es 3 verschiedene Booster. Gibt es jetzt auch, kann ich euch direkt mal zeigen. Ist jetzt hier so neben dem Shop so eine neue Schaltfläche. Da gibt es einmal Werbung. Du erreichst mehr Zuschauer durch Werbung, was mehr Aufrufe und Abonnenten bedeutet. Gibt es halt 5%, 15% und 30%. Der teuerste kostet natürlich Energy Drinks. Dann Community. Durch bessere Interaktion bekommst du mehr Nachrichten von deiner Community. Das ist dann hier wahrscheinlich, dass du dann halt einfach, jetzt ist jetzt gerade blöd, weil ich hier gerade ein neues Video produziere. Aber da hat man halt statt 30, hat man dann halt hier 25%, 50%, da hast du halt dann 45% und bei 100% hast du dann 60%, die du machen kannst. Und dann noch ein Arbeitsbooster, wo du halt einfach mehr Geld bekommst für die Arbeit hier beim Mr. Mbit. Genau. So einfach ist das. Ups, das wollte ich jetzt nicht hier in. Falsche Schaltfläche. Genau, ist ganz cool. Hat auf jeden Fall noch gefehlt, weil das hat ja wirklich fast jedes. Oder auch bei Shakes & Fidget, die Reittiere, hat fast jedes Browser-Game. Also das gehört schon dazu und gibt es jetzt, wie gesagt, auch. Also, das war ein riesengroßes Update eigentlich. Und dann, was sehr Bedeutendes, was ich jetzt noch gar nicht getestet habe, ich wollte es eigentlich mit euch testen, aber ich habe es jetzt komplett verpeilt, weil ich habe keine Motivation mehr, das heißt, ich habe schon 10-mal nachgefüllt, ich kann es heute leider nicht mehr machen, so Aufträge gibt es jetzt, ja, und das sind tägliche Quests im Endeffekt, und gut, da kann man sich ja den Text durchlesen, es ist halt noch so ein bisschen Story dahinter, ja, Story in Anführungszeichen, und hier steht halt, was man machen muss. 2 Videos, Deadline sind 8 Stunden, und dann kriegt man halt hier 521 Webster-Dollar und 4% Abos am nächsten Tag. Und wenn man es nicht erfüllen kann, finde ich eigentlich ultra cool, gibt es eine Vertragsstrafe. Das heißt, wenn du es nicht machst, ja, oder wenn du es nicht hinbekommst, dann musst du was zahlen. Hier sind es 963, da sind es 1300 und da sind es 1100, ja. Finde ich ganz cool und hier steht ja auch, was man produzieren muss. Hier Let's Play, da Review und hier Tutorial. Also, finde ich ganz nett eigentlich. Das ist nochmal so zusätzlich, bringt ein bisschen mehr Spannung in das Ganze, sage ich jetzt mal. Und man kann nur einen Auftrag pro Tag annehmen. Das ist das Einzige, was nicht so cool ist, aber ich meine, gut, ist ja klar. Viele Spiele haben so eine tägliche Quest, die man einfach einmal am Tag machen kann und dann ist halt Feierabend. Ja. Wäre auch zu krass, wenn man das alles machen könnte, weil theoretisch ganz am Tag. Ich glaube, bis zu 14 Videos machen, wenn du es mit den schlechtesten Bearbeitungsmodi und so weiter machst. Und da wäre das natürlich ziemlich krass. Hier 7 Aufträge, verdienst du dich ja dumm und dämlich. Das geht natürlich nicht. Finde ich aber auch ganz gut so. Genau, ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich Behebungen hier, Fehler, Optimierungen. Was ich ganz cool finde, ist jetzt hier. Moment, dass das behoben wurde, beziehungsweise verbessert wurde, oder ja überhaupt eingeführt wurde, dass hier die Energy Drinks, die man verbraucht, also ob man sie jetzt nachtrinkt oder für irgendwas anderes ausgibt, ist ja vollkommen egal. Jedenfalls, dass man die jetzt hier als Erfolg auch aufgelistet bekommt, weil vorher war es halt so, es wurde nur der erste gezählt und einfach gar nichts dann. Ich habe jetzt insgesamt bestimmt schon
Jahrhundert, würde ich jetzt sagen, verbraucht. Und es wurde halt nur eine aufgelistet. Und jetzt erst seit heute, wie gesagt, heute habe ich jetzt 13 Stück oder 12 Stück verbraucht, besser gesagt. Und somit ist es jetzt endlich freigeschaltet. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass es das, was man vorher schon verbraucht hat an Energy Drinks, dass es jetzt hier nicht im Nachhinein eingefügt wurde. Aber ist auch verständlich. Ja, war halt ein Fehler, ist halt blöd gelaufen. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Ja? Aber finde ich cool, dass es jetzt so ist. Und dann gibt es noch was Schönes. Wenn man jetzt hier einen Erfolg freigeschaltet hat, dann wurde das vorher nicht angezeigt. Man hatte keine Ahnung, wo jetzt der Erfolg war. Ja. Und das wird jetzt rot, glaube ich, oder? Was war das nochmal? Genau, Videoresultate sind nur noch ein Pop-Up, nicht mehr 10 hintereinander. Der Text im Tutorial ist weniger. Spieler, die aufladen mit Premium-Währung, die haben keine Werbung mehr. Genau, und was da jetzt, Moment, hier... Die Überschriften rot hinterlegt, genau, wenn man da eine Belohnung abholen kann, genau das war's. Und dann kann man noch auf die bereits erledigten Erfolge klicken, um sie sich nochmal durchzulesen, was man da gemacht hat. Ja. Und wenn man in der Rangliste nach jemandem sucht, dann wird er farblich hervorgehoben und dann noch halt viele kleinere Behebungen, Optimierungen, Anpassungen, was auch immer. Und was ist das noch? Ah ja, genau, hier wurde der nicht mitgezählt, der Verbrauch, genau. Ach so, wurde der nur beim Motivation aufladen nicht mitgezählt? Ah, okay. Ja gut, ich habe bisher mit Energy Drinks nur Motivation aufgeladen, eigentlich noch nichts anderes gemacht, deswegen, ja gut, weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich es vorhin falsch gesagt, sorry. Okay, das letzte nach dem Kauf von Premium-Währung der Seiten des Spiels immer zerschossen angezeigt hat. Okay. Na gut, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich habe noch nicht aufgeladen, ja. Genau, habe ich auch nicht vor. Aber auf jeden Fall super cool von Keitorio, dass er da so ein richtig krasses Update rausgehauen hat. Wo man doch sagen muss, hat auch wesentlich länger gedauert als das erste Update. Aber ist auf jeden Fall super cool. Hat jetzt einige neue Features hier. Die Booster und die täglichen Aufträge. Also richtig cool gemacht. Auf jeden Fall. Jetzt ist es auf jeden Fall nochmal mehr zu machen halt, ja. Durch diese täglichen Aufgaben. Und Booster-mäßig, ich weiß noch gar nicht, welchen ich mir eigentlich holen soll. Ich glaube, der Arbeitsbooster, das mache ich so wie bei Hero Zero, den hole ich mir einfach nicht. Ich zahle kein Geld, um mehr Geld zu verdienen. Ja, aber ich denke mal hier, den mehr Zuschauer, mehr Aufrufe, den hole ich mir schon. Also das wäre Verschwendung, wenn sich den nicht gönnt. Und na gut, ich hätte jetzt leider noch 2300. Ja, gönne ich mir mal den 5%. Ja. So, genau. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Booster aktiviert. Okay. Na, ich will die Seite nicht damit stellen, zusätzlicher Dialoge hindern, dass ich will ja wissen, was für ein Booster ich habe. Okay, und es wird dann auch perfekt angezeigt, 17.02.2015, 18.52, passt. Perfekt. Jo, genau. Ansonsten war's das, ja. Wer sich das Ganze selbst nochmal in Ruhe durchlesen will, ich habe es jetzt mehr so überflogen zusammengefasst, ja. Muss einfach nur... Ja, wobei, nee, in-game, oder? Moment mal, muss ich mal kurz schauen hier. Nein, tatsächlich. In-game kam immer noch keine Nachricht, wo man es nochmal nachlesen kann. Das ist das einzige Mal genug, das in-game. Also wenn man das Spiel öffnet und das neue Update ist da, dann kommt da immer das Pop-Up-Fenster und dann neue Version hier klicken. Dann kannst du dir alles durchlesen, da kommst du eben ins Forum. Aber wer es sich durchlesen will, ich hau den Link unten rein in meinen Kommentar. Genau, ansonsten, jo, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Nochmal riesen Respekt an Keitorio, dass er das Ganze hier rausgehauen hat. Also wirklich krass, was er alleine an Updates und so weiter macht. Also das ist schon, muss man wirklich sagen, ist krass. Ja? Also nochmal Respekt an dich an dieser Stelle. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Update-Video. Es kommen ja sonst keine Videos, weil ich finde, ja, kann man ja eigentlich ziemlich wenig zeigen, ja, nur halt alle paar Wochen vielleicht seine neuen Abonnenten und Aufrufzahlen. Ja, aber bei mir kommen nur noch Update-Videos, habe ich ja schon gesagt, genau. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.